Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs. Nach wie vor mit den Orks. Und nach wie vor haben wir nicht alles unterworfen. Aber sieht schon besser für uns aus. Oh, ich kann anfangen, Festungen zu bauen, richtig. Ich glaube, da warte ich aber noch, bis ich richtig Kohle habe, um dann die Umstrukturierungsmaßnahmen meiner Ländereien zu finanzieren. So, und ursprünglich wollte ich direkt zum Schicksalsberg latschen, allerdings haben wir jetzt hier unten einen Hero. Warte mal, was ist das? Nur der Hexenkönig zusammen mit Heldenerstellung. Oh, Doppelhero. Ne, ich renne jetzt. Renne ich jetzt hoch? Da stehen eine Menge Leute. Schafft der Drake das? Horden von Spinnen 3. Das sind halt Katapulte, ne? Aber da kann man gut ausbilden. Ja, die sind auch ausgerüstet. Ja, siehst du. Dann wird das schon. Dann greifen wir jetzt da oben an. Minus Morgul. Hier unten kann ich jetzt nichts verteidigen. Ithilien werde ich wieder verlieren. Aber das macht nichts. Erstmalig ist das in Ordnung. Ich glaube, ich schmeiß noch ein paar Spinnenreiter nach Keandros. Ja, vielleicht geht sogar noch ein Bataillon. Ja, sehr schön. Und Minas Tirith ist safe. Helms Klamm. Da baue ich jetzt eine Ork... Obwohl, ich weiß noch nicht. Baue ich jetzt Orkgruben oder baue ich Schatzlager? Ich glaube, in Festungen baue ich eher Schatzlager. Oder ich baue... Ich weiß noch nicht, wie ich mich aufbauen soll. In drei Ländern könnte ich nämlich Festung, Tunnel und Orkgrube oder Schatzlager. Nee, ich baue jetzt Höhlen in Festungen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja. Und hier bauen wir überall jetzt erstmal noch Gänge, weil ich mir echt noch nicht sicher bin, wie ich das machen möchte. Dann gehen wir dahin. Die Grenzen sind zwar irgendwie besetzt, aber nicht safe. Nicht gegen diese Anzahl an Gegner. Die schicken wir nach vorne. Den schicken wir darüber. Weil da hat es nur ein Elrond, das müsste machbar sein. Dann versuchen wir mit Kankra anzugreifen. Und der Rest... Ich möchte wirklich so viele Truppen wie möglich an der Front haben. Das ist schon wichtig. Okay, und der Rest sieht gut aus. Dann schauen wir uns mal. Bewegen sich jetzt alle? Der bewegt sich. Okay, der bewegt sich. Der bewegt sich. Da fehlt dann einer. Ah ne, passt, okay. Boah, nee. Mach mal das da. Oh Gott, der will echt kämpfen. Kopf trifft Tischplatte. Okay. Will der da eiskalt kämpfen? Ich kotze. Aber okay. Sei es wie es ist. Sei es wie es ist. Das sieht mir nach dem Auenland aus, ne? Oh, das sind. Also auf so flachen Stellen würde ich mal sagen. Auf Ebenen. Das sind die Spinnenreiter natürlich schon. Ja, jetzt. Komm schon. Schon ziemlich gut. Ich glaube jetzt mal nicht, dass ich die Vorposten einnehmen muss, weil... Ich kann sie ja mal einnehmen. Das ist das coolste Gasthaus. Ich glaube, das ist das vom grünen Drachen. Bin mir nicht sicher. Nee, was ich eigentlich... Ja, genau. So, weil... Der wird das nicht überleben. Das sind einfach zu viele Spinnen. Kannst du dich mal da umgucken? So. Schön einnehmen. Ja. So viel Schaden machen die gar nicht. Beeindruckend. Oh.
Na jetzt komm aber, Theoden. Das ist dumm. Wie viel Schaden macht der? Oh ja, geht schon. Ist doch schon Stufe 6. Dann ziehen wir die mal zurück. Bauen hier natürlich weiter unser Zeug auf. Jetzt ist das Stufe 7. Mach das mal. So, schön immer kiten. Dass das nicht funktioniert mit dem Kiten manchmal hier, das nervt mich ein bisschen. Ja, rennst da einfach mal drüber. So, das passt auch. Dann bauen wir uns hier noch irgendwie auf. Und der Rest greift jetzt hier so an. Ach, komm schon. Oh, Türmchen, das müssen wir zerstören. Das ist wichtig. Genau. Immer schön auf den Baumeister drauf angreifen. So, ich würde es natürlich lieben, ein paar Spinnenreiter ausbilden zu können. Wird aber nicht klappen, weil ich noch im Kommandeurspunkte-Limit bin, so wie es aussieht. Ja, das ist gewonnen. Okay. Naja, gut. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Spinnbataillon verloren. Müsste aber noch gut aussehen. 6 Stück, glaube ich, hatte ich. Wenn 6 Stück übrig geblieben sind, dann wäre das gut. Jetzt schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben alle überlebt. Sehr schön. So, die ganze Planung. Und weiter geht's. Karok. Es wird interessant. Ist aber machbar. Das ist das einzig Gute. Es ist, ich würde sagen, es ist gut machbar. Jetzt muss man sich halt nur gucken, nur anschauen, inwiefern das dann läuft. Genau. Wie gesagt, auch hier mit dem Kiten muss man mal schauen. Zwerge sind natürlich, glaube ich, ein bisschen stärker. Der Schaden ist gut. Sie sind robust. Nervig. Und man hat natürlich keine Lust dagegen zu spielen, aber kann man sich ja nicht aussuchen. Ja, er schießt ihn. So, Brandbomben. Da unten ist er auch schon. Das Einzige, was mich wirklich töten könnte und mir ein paar Probleme bereiten wird, ist der Hero. Da können wir drüber rennen. Genau. Die ziehen sich zurück und die flankieren die Speerträger. Warte, zack, zack, zack. Wow, 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 wow. Ganz langsam, Jungs. Ganz langsam. Das war auch nicht schwer. Der macht nämlich hier noch Blödzeugs. Oh oh. Laufen, 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 laufen. Geh dorthin. Die zerstören mal das Katapult. Ja, haut's weg. Dann bauen wir hier noch ein bisschen was. Und hier noch eine Festung. Renn, 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 renn. Da greifst du an. Ihr rennt weiter. So. Ihr rennt da lang. Ihr haut's mal ab. Ihr dorthin. Das sieht gut aus. Kommt schon. Halt, 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 halt. Das ist wichtig. Zurück. Zurück. Ah, das sieht nicht so gut aus. Wird länger dauern. Ich mach's zwar ganz gut Schaden irgendwie, aber das wird länger dauern, bis ich das hab. Ja. Weil er halt jetzt auch diesen blöden Turm baut. Oh, rennt, 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 rennt. So. Zurück. Drüber rennen.
Vielleicht schaffe ich es ja doch noch, aber es wird ziemlich schwierig. Obwohl die Brandbombenleute jetzt hilfreich sind, muss ich... Oh, hier. Baumeister töten. Zurück, zurück, zurück. Drüber rennen. Ja, jetzt sollst du da drüber rennen. Wo ist der Gimli? Oh oh. Jetzt böse Leute. Okay. Ich meine, ich mache jetzt hier bloß Schaden, ne? Mir ist das gerade nicht. Das Gute ist, meine Festung müsste bald fertig sein, ja. Und dann schauen wir mal, dann baue ich Spinnenreiter en masse und dann müsste das schon irgendwann laufen. Baumeister, glaube ich, hat da keine mehr. Also ist schon ganz okay. Ich habe halt leider ein paar Spinnenreiter verloren. Aber ich glaube, er hat keine Baumeister mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Aber vielleicht gar keine so schlechte. Jetzt schauen wir mal. Haut's da mal ab. Obwohl, du kannst da... Ah, ein Baumeister hat er noch. Dann ist noch nicht ganz vorbei. Renn mal da runter. Den einen Baumeister muss ich auf jeden Fall noch besiegen. Wird aber nicht schwer, wenn er mir direkt vor die Füße rennt. Oh, nee, da kannst du nicht bauen. Da ist schlecht. Guck, der ist vergiftet. Die macht schon Giftschaden irgendwie. Und jetzt hat sie ihn, oder? Ja, anscheinend noch nicht ganz. Hat sie ihn jetzt? Ich hoffe's. So, Spinnen sind fertig. Ah, oh, da ist noch ein Baumeister. Ihr müsst da weg. Wow! Dead Dodging, man. Das war echt knapp. Der wäre da beinahe auf alle meine Spinnen drauf gejumpt. Wie uncool. So, wollen wir mal sehen. Ah, das ist gut, wenn ich das zerstören kann. Dann ist nicht schlecht. Und den Baumeister. Kommt schon. Nice. So, abhauen. Die können wir mal überrollen. Ich baue jetzt... Obwohl, ein Spinnenteil reicht mir. Ich glaube, eins ist in Ordnung. Ich will ja eher die Upgrades haben. Ah, das sind Phalangen, ne? Ja, okay. Dann schießen wir die ab. Wo ist Gimli? Da kommt er schon wieder. Der nervt, der Gimli. Der nervt wirklich. So. Schauen wir mal. Das ist sehr schön. Halt! Die Rüstungen können sie gar nicht benutzen. So, dann zerstören wir hier einen Gang. Und dann rennen wir wieder weiter. Ja, da kannst du nicht bauen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Schön hier in Position gehen. Warte, das mach mal so. Ich glaube, das könnte funktionieren. Da ist immer noch der Troll. So, sehr schön. Dann, wow! Wow, 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 wow. Jetzt aber schnell ein paar Soldaten rufen. Die Fledermäuse, das Ding und das Ding. Und dann gehen wir hier hin. Der baut noch. Die Strategie funktioniert soweit ganz gut. Oh, nö, oder? Das ist ja jetzt echt doof. Ja gut, dann rennen wir jetzt darüber. Und schauen mal, ob man hier was zerstören kann. Weil das Gebäude will ich eigentlich nicht verlieren, ne? So, Gimli überlebt es nicht. Arme Socke. Dann bauen wir hier noch irgendwie Zeug. Ah ja, nur das Zeug zerstört. Dann ist gut. Dann ist sehr gut. Ah ja, die können nicht zur Gruppe 1 dazu. Na, ganz toll. Ich glaube, ich kann noch meinen Bataillon Spinnenreiter ausbilden. Okay. Wow, wow, wow. Vorsicht. Okay, jetzt gibt's dann Feuerpfeile als nächstes. Und dann die Bannerträger. Dann haben wir da alles. So.
Mir geht's bitte hier in Position. Ja, nee, dann macht's die Minen kaputt. Komm. Und danach hier in Position. Nein, ich bin noch nicht so weit. Ach, Mann, Jungs. Naja, okay. Vielleicht kriege ich noch die Klingen durch. Wer weiß. Eher nicht, aber na gut. Na gut, na gut, na gut. Na gut. Immerhin haben wir einen Feind vernichtet. Das war doch gar nicht so schlecht. Geht schon. Geht schon, geht schon, geht schon. So. Dann haben wir... Ich glaube, ich mache noch das Tal von Imladris. Auch genannt Bruchtal. Es müsste recht schnell gehen. Ich renne einfach mit den Spinnenreitern hin. Töte die Baumeister. Und dann... die Produktionsstätten. Wieder die Baumeister. Wieder die Produktionsstätten. Irgendwann das Haus von Elrond. Und dann haben wir das. Und den Azog, den schicke ich einfach hinterher. So. Wo ist der Azog? Ihr dürft es so machen. Warge, alles klar. Holen wir uns trotzdem noch die Punkte, man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was Sache ist. Naja, Peitsche schwingen. Also Azog gefällt mir auch nicht so gut. Er hat nicht so viele Fähigkeiten, ist ganz okay, aber viel hält er auch nicht aus. So, verteilt euch mal ein bisschen hier. Na also, Sixt. Der erste Baumeister ist schon dead. Der nächste ist hier. Einen positionieren wir dort. Und die kommen nach. Und dann ist es eigentlich schon ziemlich gewonnen, würde ich mal so behaupten. Töten wir hier den Baumeister und dann greift man das Ding an. Das war's. Easy, easy. Ich meine, selbst wenn da jetzt Truppen rauskommen, dürfte das gar nicht so schlimm sein. Jetzt zeig mal her, da. Das haben wir. Ja. Genau. Die greifen da an, die rennen dorthin. Die greifen dann das an. Das passt schon. Die kommen nicht mehr in die Nähe meiner Spinnentiere. Da. Ganz einfach. Vielleicht kriegt er noch ein zweites Bataillon raus. Aber das war's dann auch. So. Das passt schon. Haben wir es zerstört? Na also. So. Wie gesagt, ziemlich einfach. Keine große Herausforderung. Kampfrausch aktivieren. Das Haus zerstören. Wow. Okay. Und tschüss. Easy. Also das war jetzt echt einfach. Aber wir haben ja noch eine schwere Schlacht vor uns, die ich vermutlich gar nicht gewinnen werde. Oh, diesen Rudaur. Mal wieder. Das ist echt.